Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu Tornado Stream. Heute geht es um das Thema, wie bekommt man grüne Tomaten schneller reif? So, erstmal zur Vorgeschichte. Ich bin mal wieder letzte Woche bei meinem Vater im Garten gewesen und der hatte natürlich wieder schöne, traumhafte rote Tomaten, aber diesmal auch sehr viele wieder, genau wie im letzten Jahr. Und da sagte ich dann so zu denen, ey, die werden doch wahrscheinlich gar nicht mehr reif, diese ganzen Tomaten hier. Und da sagte er so zu mir, naja, kannst ja welche mitnehmen und in deinen Schrank legen. Und da sagte ich so, hä, wie bitte, was meinst du? Ich kann doch nicht einfach die Tomaten in meinen Schrank legen. Doch, da dieses ein Schattengewächs ist, so wie ich das verstanden habe, er hat mir das dann ausführlich erklärt, da war dann wieder so Bilderbuchstunde, ich saß da. Nee, also, nebenbei blende ich das hier gerade ein bisschen ein. Da meinte ich dann so, na okay, wie mache ich's? Er so, naja, wir schneiden dir jetzt hier diesen schönen Strunk ab, den nimmst du mit nach Hause, wickelst den in Zeitungspapier ein, legst das in deinen Schrank hinein und wartest mal 3 Tage und dann schaust du, was passiert. Ich daraufhin, na klar, mach ich. Komm, gib her, eingepackt den Mist. Und gut ist, das Einzige, was man halt wohl dabei beachten muss, man muss halt gucken, dass die Temperatur richtig ist. Also so bei 20 Grad oder ein bisschen drüber geht auch oder drunter. Und wohl, man kann noch einen Apfel dazulegen, weil der Apfel, der dämpft halt aus und gibt irgendwelche Reifungsgase ab und das beschleunigt dann das noch schneller. Allerdings habe ich das dann nicht berücksichtigt. Ich habe dann die Dinger einfach so genommen, wie sie waren und habe sie reingepackt in den Schrank. So, natürlich bin ich ja nicht unvorbereitet, weil das hier ist ja ein One-Take-Video. Kann vielleicht für den einen oder anderen rüberkommen wie unnützes Wissen. Na, wo habe ich sie denn? Hier habe ich's. Das olle Teil. Na, dann wickeln wir mal aus wieder. Und gucken, was draus geworden ist. Oh. Ich habe vorgestern mal kurz reingeguckt. Insgesamt waren die Dinger 4 Tage im Schrank. Und so sehen sie jetzt aus. Also nicht alle sind rot geworden. Weil die Kleinen sind nicht ganz rot geworden, aber tada, tatsächlich, es funktioniert. Also, wenn ihr genug, sagen wir mal angenommen, ihr habt den Fall, Spätsommer und ihr braucht unbedingt Tomaten und ihr habt einen Garten und ihr habt lauter grüne Tomaten und ihr wisst, in 3 Tagen kommen Freunde, dann nehmt ihr euch die Tomaten und hängt ihr euch an einer Schnur in eurer Hütte auf, im Dunkeln am besten oder im Keller und dann lässt ihr die reifen. Oder, wie in meinem Fall, einfach nur, weil ich es wissen wollte, schön in den Schrank gelegt, wollen wir mal probieren. Oh. Schön saftig. Ja, lecker. Das war mal wieder lustig. So. Jetzt habe ich mal euch wieder eure Zeit geraubt. Mit vielleicht unnützen Wissen oder auch vielleicht eine kleine interessante Sache über Tomaten. An der Stelle sage ich Tschüss. Tschüss an meinen Vater. Und macht's gut. Euer Tornado. Ciao.